Bisher haben wir meist mit Schnitten LOS gearbeitet. Neu, wie Sie das im Video 3 und 4 sehen können, können wir direkt aus einer Bounding Box eine Clipping Box machen, diese in die richtige Position bringen und daraus wiederum eine neue Bounding Box schaffen bzw. eine neue kleine Teilwolke. Wir empfehlen Ihnen dieses Vorgehen, da es viel einfacher ist und Sie immer eine Vorschau haben von dem, was Sie machen. Haben Sie dann alle Punkte, die Sie ins CADwork 3D schicken wollen, fahren Sie wie bisher weiter. Um die Punkte jetzt ins CADwork 3D zu schicken, aktivieren wir die Bounding Box, öffnen diese über das Schloss und aktivieren die Punkte, die wir mitnehmen möchten. Mit der 2 schreiben wir die Punkte ins CADwork Clipboard und gehen dann ins CADwork 3D. Im CADwork 3D mache ich mir eine Szene, die benenne ich Point Cloud Schnitt 1 und füge mit der 3 und Enter meine Punkte hinzu. Der Import ins CADwork 3D dauert etwas länger als der Export aus Lexocad, da CADwork 3D aus jedem Punkt einen Knoten macht. Wir haben die Punkte nun bekommen, aktivieren diese und ordnen die dieser Szene zu. Aktive Elemente speichern. Außerdem werde ich meine Knoten zu einer Gruppe verbinden und diese über Modifizieren einer Baugruppe zuordnen. Ich habe das bereits gemacht. Hier Schnitt Point Cloud 1. Wir gehen zurück. Ich blende die Punkte aus. Gehe zurück ins Lexocad. Nehme mir die nächste Ebene vor. Dieses Mal klippen wir einen Grundriss. Und zwar dieser Teil. Clipping Box. Wir gehen in die Top. Wir öffnen die Bounding Box. Und wählen die Punkte aus, die wir ins CADwork 3D nehmen wollen. Alt-Control. Und wir ziehen ein Lasso auf. Wir möchten gerne diese Punkte. Diese Punkte. Beenden mit rechter Maustaste. Mit der 2 in den CADwork Zwischenspeicher. Wir gehen zurück ins CADwork 3D. Wir nehmen dieses Mal diese Szene und fügen die hier mit der 3 wieder ein. Auch diese Punkte aktivieren wir. Verbinden Sie zu einer Gruppe. Fügen Sie dieser Szene hinzu. Und übermodifizieren noch einer Baugruppe. Das ist der Grundriss Point Cloud. So können wir uns hier immer anzeigen lassen, was wir gerade brauchen. Und die Schnitte untereinander sind immer in der richtigen Position. Gehe zurück ins Lexocad. Eine weitere Möglichkeit, um besser Punkte auswählen zu können, die wir brauchen, haben wir neu über die Abkürzungen U und I. Im CADwork Holz entsprechen die den Abkürzungen Stern und Slash. Es funktionieren beide Abkürzungen und mit J können wir wieder alles zurückholen.